Aber ich muss sagen, trotz allem, was ich in Indien erlebt habe, mag ich die ganz gerne. Weil ich ja Indien so lieb gewonnen habe. Nein, Indien war schon geil. Besonders das Essen. Also bis jetzt auf der ganzen Welt ist Indien, hat Indien mein Lieblingsessen. Und ich bin hier in der Nähe oder mittendrin, ich weiß es noch nicht genau. Muss ich gleich mal schauen. In Brickfield, das wird auch Little Indien genannt. Und hier soll es ja wahrscheinlich indisches Essen zu finden sein. Ich werde mal Ausschau halten, aber erstmal gehe ich hier oben rein, in New Central. Das ist so ein Örtchen, wo man ganz viel shoppen kann da oben. Ich bin kein Shopping-Freund, wisst ihr ja, aber ich schaue mir das einfach nur mal an. Ich sehe schon, das ist alles nichts für mich hier. Der leckt mich doch. Schau mal. Das ist nicht alles. Da oben geht's weiter. Chips hier, wie auch mal die gegessen haben. Naja, lange werde ich mich hier nicht aufhalten. Ich bin lieber da unten in der City unterwegs. Das ist mir alles hier. Nee. Gleich raus. Ja, hier oben gibt's Essen. Auf die Etage gehe ich hier. Fruit Shop. Fishcake. Och, diese Dinger, die kaufe ich nie wieder. Das hatten wir ja gestern Katja probiert. Und Bananenfishcake. Das kann ja nur scheiße sein. Boah. Also schön ist es hier auf alle Fälle. Das haben wir ja richtig drauf. Wahnsinn. Schaut euch mal die Kekse an. Schaut mal, die mögen auch Indian Food. Ich hätte es auch nicht abgegeben. Nee. Ja, wenn das jetzt Little India sein soll. Wo ist dann der ganze Müll? Irgendwie ist das hier zu sauber. Irgendwie ist es nicht gleich, nein. Irgendwie passt das hier nicht. Wo sind die Samosa? Biryani. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch.
Samosa. Und die Bällchen gibt's ja auch. Ja. Das hier sieht geil aus. Ich glaube, das probiere ich auf jeden Fall. How much for one piece? One. Okay. Thank you. Hier mit Zwiebeln, ja. Richtig geil. Das ist ein bisschen ähnlich wie das davor, aber das mit Kartoffeln und so. Wahnsinn. So, ich habe mir hier noch 4 Teile geholt. Das Zeug ist einfach zu geil. Und das mit den grünen Bohnen drin, Green Bean, auch richtig, richtig geil. Einfach. Aber ich muss sagen, trotz allem, was ich in den 1,5 Monaten Indien erlebt habe, mag ich die ganz gerne, die Inder. Irgendwie sind die lustig. Die sind so voller Leben. Ja. Hier ein bisschen weniger, aber in Indien, uiuiui. Das ist doch schon Indien hier. Lieber Samosa. Nettes kleines Indien. Schick aus. Und wie gesagt, ein bisschen zu sauber. Bin ich so nicht gewohnt. Das ist ein krasses Gebäude da. Von Shell. So, ich bin wieder hier. Und hab noch mal eben geschaut, wann ich morgen meinen Bus nehmen muss. Beziehungsweise welche von den Metros ich hier nehmen soll, von den 1000 Stück. Denn, was ich noch gar nicht erzählt habe, heute ist mein letzter voller Tag hier in Malaysia, in Kuala Lumpur. Ich düse nämlich ab, und zwar in ein neues Land ab morgen. Tja, und wo kommt man denn mit dem Bus von hierhin über die Grenze in ein neues Land? Das ratet mal.